Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Marauto Export. Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Bla bla bla. Den Rest kennt ihr. Gleich kommen Kunden wegen einer C200. Da haben wir telefoniert. Der Kunde kommt aus Landau. Ich bin aus Stuttgart. Wo ist Landau? Wo ist Stuttgart, dass er sein Auto bei mir verkaufen möchte? Deswegen weiß ich nicht. Aber gleich gibt es mehr. Draußen sind zwei Kunden. Die wollen einen C200 verkaufen. Ich zeige euch gleich das Auto. Sollten die das da lassen? Er wollte erstmal 1250. Habe ich ihm gesagt 800. Dann hat er gesagt 1000. Jetzt haben wir uns geeinigt auf 900. Wenn er das Auto hier lässt. Ich versuche mal zu zeigen. Die sind da ein bisschen am Diskutieren. Seht ihr das? Hier ist das Auto. Warum ich Interesse habe, ist nur, weil er eine Automatik ist. Ich möchte jetzt auch nicht so laut reden, nicht, dass sie das hören. Ja, und wir haben den gerade ausgelesen, da war die Motorlampe an. Fehlzündung, Zylinder 2. Ja, der ist ein bisschen stur. Normalerweise hätte ich das Auto auch für 700 bis 600 Euro gekauft. Und die Reifen sind tot, da sieht man den Draht. So, meine Freunde, jetzt kann ich auch lauter reden, weil ich bin alleine. Auto gekauft für 880 Euro. Ich habe noch, ich weiß, 900 waren ja ausgemacht, aber 20 Euro habe ich den abgezogen wegen dem Abmelden. Weil das Auto kann ich nicht online abmelden. Jetzt schaut euch mal bitte das Auto an. Erstmal, das ist nicht der beliebte Kompressormotor. Der rote ist der beliebte. C200 Automatik. Okay, schaut euch mal die Reifen an. Der will mir verklickern. Ja, ist doch egal, das Auto geht nach Afrika. Ich so, ja, schön und gut. Trotzdem muss man die wechseln. Was ist das? Türen sind sauber. Stoßstange, so lala. Und der sagt, ja, da gibt es noch Reifen im Kofferraum. Ich mache Kofferraum auf. Der meint es. Und ich sage euch, der war mit dem neuen X5 da. Aber der Typ hat Geld. Und will mir sagen, im Kofferraum sind Reifen. Dieser Reifen, der kostet mich Geld zum Entsorgen. So. Und da habe ich irgendeine Alufelge haben die dran gemacht. Ich habe Gott sei Dank noch einen Satz Alufelgen für das Auto. Die mache ich auch dran. Dann sieht das Auto natürlich besser aus. Und der Grund, warum ich das Auto gekauft habe, ist das gute Stück. Schau mal das Auto. Die Frau ist das Auto gefahren. Keine Ahnung, was die gefahren ist. Die Motorlampe ist an. Ich habe den ja ausgelesen. Da ist Zylinder 2 Fehlzündung. Aber ich glaube, das ist nichts. Das lösche ich jetzt. Weil das einfach nur so ist, weil das Auto etwas, weil das Auto stand. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das jetzt erstmal mit dem ausgelesen, wo die Kunden da waren. Der hat seine Dienste gut gemacht. Jetzt versuche ich das alleine mit dem auszulesen. Der liest den jetzt aus. In der Zeit habe ich jetzt die Alufelgen geholt und schon ins Auto reingepackt. Und die wechsle ich dann, glaube ich, morgen in Ruhe. So, meine Freunde, der hat jetzt 15 Fehler im Motorraum entdeckt. Wichtig ist Aussetzerzylinder 1, 3, 2, 4. Aber der Typ ist aus Landau 150 Kilometer hergekommen. Deswegen glaube ich, das sind alles keine wichtigen Fehler. Und löscht die jetzt erstmal alle. Guck mal, das Geile ist, ich kann es mir jetzt per E-Mail senden. Den Fehlerbericht. Das mache ich jetzt, dann habe ich es. So, meine Freunde, wie ihr gesehen habt, ich habe die C-Klasse abgemeldet. Und ich habe gute Nachrichten. Wir holen heute den BMW 530 ab. Der steht knapp 300 Kilometer von mir entfernt. Sind, sagen wir mal, 3 Autostunden. Die ganze Familie kommt mit. Und dann zeige ich euch das schöne Auto. Und freust du dich schon? Abo gut? Ja. Zwecks LKW. Ich habe einen vollen LKW hier am Platz. Plus ein Auto extra. Ich habe den RAV4 verkauft. Der geht auch nach Afrika. Nach Douala, für die das interessiert. Sprich, ich habe jetzt genug Autos. So, meine Freunde. Ich fahre seit knapp 2,5 Stunden. Wir sind gleich angekommen. Gott sei Dank, die Straßen waren frei. Und ich bin gespannt auf das Auto. Bis gleich. Ich habe meine Kinder bei meinen Eltern gelassen. Sprich, ich bin mit meiner Frau alleine und meine Tochter. Dreimal dürft ihr raten, in welchem Auto ich sitze. Ja, ich fahre Polizeiautos. Früher saß ich hinten links, heute am Steuer. Nee, Spaß.
Ich bin ehrlich, ich bin zufrieden. Ich habe ja aber zwei Autos. Das heißt, das ist das Bessere und das andere muss schlechter sein. Nichtsdestotrotz, was heißt schlechter? Hat 4000 Kilometer weniger, aber vielleicht optisch, wie ich es in Erinnerung habe, weil ich habe die Bilder nicht mehr. Aber so wie ich in Erinnerung habe, ist, glaube ich, der besser. Wir müssen eh gleich eine kleine Pause machen wegen meiner Tochter. Und dann zeige ich euch das Auto optisch, Gott sei Dank, sehr sauber. Natürlich die Folienreste, die kriege ich weg. 100% kriege ich die weg, inshallah. Innenraum ist, wie gesagt, der andere ist dann der schlechtere. Der Innenraum ist gut, natürlich nicht top, aber wir reden von 300.000 Kilometer. Was ich noch sagen muss ist, der letzte Service wurde bei 300.000 gemacht, das Auto hat jetzt 303.800. Sprich, vor 3.800 Kilometer wurde ein neuer Service beim BMW gemacht. Fahren, Bremsen, Lenken, alles top. Was viele nicht wissen, beziehungsweise was gar keiner von euch weiß, das ist nicht mein erster Fünfer. 2020, 2021 hatte ich privat selber einen G31 Limousine. In schwarz, aber ein 520er Diesel, nicht 530. Der hatte, glaube ich, 120.000 Kilometer. Das war, meine Meinung, der schönste Fünfer. Der hatte beige Sitze, Ledersitze. Das war ein einmaliges Auto. Auch der Preis, der war einmalig. Freunde von mir haben gar nicht geglaubt, dass ich den Preis gezahlt habe. Aber ja, den habe ich dann zu Schrott gefahren, Aquaplaning. Andere Sache. Das ist der G31. Leider kleines Navi. Automatik. Schaut mal, das habe ich gemeint. Hier sind so, wegen der Pistole haben die das gemacht. Als ich die beiden Autos gekauft habe, hatte ich einen Plan. Omar Auto Export macht nichts ohne Pläne. Ich möchte einen von den beiden 5er BMWs behalten. Ihr wisst, mittlerweile habe ich drei Kinder. Ich brauche einen größeren Kombi. So, meine Freunde, ist natürlich die falsche Location, deswegen rede ich auch ein bisschen lauter. Wir sind hier auf der Autobahn. Ich zeige euch mal ganz schnell das Auto. Warte mal, erstmal von vorne. Sag mal, sieht doch geil aus, oder? Schauen wir mal, das hier geht alles weg mit Benzin. Das sind die Aufkleber. Schauen wir, wenn wir so nah rangehen. Gott sei Dank, das würde auch alles weggehen mit Benzin. Das ganze Auto. Das sind alles Aufkleberreste. Ich dachte erstmal, das wären Lackschäden. Aber das sind alles Aufkleberreste. Seht ihr das? Das geht weg. Gott sei Dank, vorne und hinten sind die Belege und Scheibe so gut wie neu. Reifen sind gut. Spricht nichts dagegen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Einzigster Mangel, was das Auto hat, oder beziehungsweise was defekt ist, ist hier das da. Der Getränkefach. Aber das ist Plastik, das kann man kaufen. Ansonsten ist alles sauber. Die Sitze muss ich natürlich einmal mit dem Nasssauger sauber machen. Und so hier die Decke ein bisschen. Hier so. Aber im Großen und Ganzen, Gott sei Dank, Schockschücke. Ich sage euch ehrlich, ich habe mit kleinen Autos angefangen zu handeln. Ehrlich. Wenn es Autos geben würde mit zwei Reifen, ich hätte mit solchen kleinen Autos angefangen. Mit Schrottautos. Schaut euch mal jetzt diesen Blick an. Für euch ist das vielleicht nichts, für mich ist das was Schönes. Mit einem neuen 3er BMW. Habe ich den 5er abgeholt. Ist doch stark, oder nicht? Guten Morgen, meine Freunde. Heute widmen wir uns komplett auf diesem BMW. Ich mache jetzt die Kleberreste komplett weg. Mit was, fragt ihr euch? Nicht mit WD-40, nicht mit irgendeinem Verdünnungsmittel, sondern mit reines Benzin. Das macht die Kleberreste weg. Benzin habe ich nicht, Geld habe ich auch nicht. Ich habe aber ein Auto mit Volltank. Und da nehmen wir jetzt gleich das Benzin. Ich muss es euch nicht zeigen, ich zeige es euch aber. Ich könnte euch auch sagen, ich habe einen Kanister Benzin gekauft. Aber eins und eins,
Er gibt zwei. So, meine Freunde, das hier mit dem Tank hat nicht funktioniert. Der Kabel war zu kurz. Jetzt habe ich das direkt von der Benzinpumpe vom Tank. So, meine Freunde, ich merke einfach, ich bin alt. Ich zeige euch mal, wie weit ich gekommen bin. Ich habe die Tür gemacht, den Kotflügel hinten und die Hälfte von der Stoßstange von der Seite. Und dann ist mir eingefallen, ein Kumpel von mir hat eine Maschine. Da fahre ich später hin und mache das mit der Maschine. Also mit der Hand ist das gar kein Spaß. Ich habe ja noch voll viel. Schaut mal. Die ganze Seite. Und die Motorhaube auch noch. Ja. Ich bekomme heute auch noch einen LKW. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Den zweiten BMW habe ich überwiesen. Donnerstag ist Feiertag. Vielleicht hole ich den morgen ab, weiß ich gar nicht. Morgen, ja. Und morgen früh, so Gott will, tue ich den ummelden. Ich melde den an, melde den Dreier ab. Und ja. So, meine Freunde, ich bin kaputt. Ich habe jetzt diese Seite komplett fertig gemacht. Ich habe noch hinten noch die andere Seite. Und die Hälfte von der Motorhaube. Zeig mal die Motorhaube. Das ist echt nicht einfach. Und wenn ich überlege, ich habe noch das zweite Auto. Da brauche ich Unterstützung. So, meine Freunde, ich fahre jetzt zu meinem Kollegen. Und mach dort weiter. Problem ist aber, ich warte auf einen LKW. Der kann jeden Moment kommen. Aber ich riskiere es trotzdem und fahre jetzt schnell dahin. Das ist ein Autohändler. Der Typ muss seinen Vertrag mit Opel machen. Hey Maschine! Wie geht's, Bruder? Alles gut? Ja, bei dir auch? So, meine Freunde, Gott sei Dank, ich bin vor dem LKW zurück. Ich zeige euch mal, was wir gemacht haben. Das mit der Maschine hat gar nicht funktioniert. Aber die Kollegen dort haben mir geholfen. Die andere Seite ist jetzt auch sauber. Der Kollege hat mir so eine Karte gemacht. Das hat auch keine Kratzer ergeben. Die Stoßstange, die Seite haben wir gemacht. Hinten mache ich jetzt schnell noch. Und das Stück. Und dann bin ich fertig. So, meine Freunde, der LKW ist da. Der wendet wie ein Motherfucker. Ich lade jetzt schnell die 8 Autos auf. Motorhaube sieht einigermaßen besser aus. Schau mal die Kleberreste. So, meine Freunde. Hier steht der BMW. LKW aufgeladen. Ich glaube innerhalb von 25, halbe Stunde. So, meine Freunde. Das mit dem Ummelden hat nicht funktioniert. Zulassungsstelle Stuttgart, einfach nur Katastrophe. Ich habe dort 2 Stunden gewartet, umsonst. Morgen ist Feiertag, vielleicht mache ich das am Freitag. Auto ist komplett fertig. Hier steht das gute Stück. Alles sauber. Um 15 Uhr möchte ein Kunde kommen, wegen meiner 3er BMW. Mal sehen, was daraus wird. Ich muss den noch schnell sauber machen. Ich beende das Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns am Sonntag. Ciao, ciao.